Ich komme wieder. Mann. Heimlich, ey. Wann können die den nicht mehr umbringen? Der Schreibtisch wurde aber nicht verrückt, ne? Ach, komm schon. Ja, dann warte mal, dann gehe ich jetzt über Heimlichs Büro. Über den Geheimgang, weil, ja, der hat uns ja auch rausgeworfen. Hier mal ein Seil spannen für den Heimlich. Dass er stolpert und da runterfällt. Aber komm, das sieht doch wirklich aus wie ein Geheimgang. Also, ich verstehe es nicht. Warum das überhaupt da ist und warum man das über die Statue da öffnet und das ist alles sehr merkwürdig. Aber es scheint hier für alle normal zu sein. So, jetzt an die Lampe denken. Nicht, dass wir da wieder sterben. Nein, aktivieren. So, Licht aktiviert. Das ist aber auch gemein, dass man da dran denken muss, bevor man den Knopf drückt, dass man danach keine Chance mehr hat, die Lampe noch zu benutzen. Weil man ja im Grunde das erste Mal überhaupt nicht weiß, was da passiert, wenn man den Knopf drückt. So, Heimlich, da bin ich wieder. Dann kannst du noch so abschließen. Buch. So, wen hat man denn jetzt? Hier den, ne? 0527. Und die 7. Es hat Klick gemacht. Aha. Was haben wir denn da? Schnell einpacken, bevor er Heimlich kommt. Da du keine Beweise vom Tatort entfernen willst, vor allem wenn du mit dem Öffnen des Tresors des Präsidenten schon irgendein Gesetz gebrochen hast, entschließt du dich, das Tagebuch doch dort zu lassen. Oh Mann! Das ist das persönliche Tagebuch des früheren Museumspräsidenten Sterling Waldorf Carlton. Ach Mist, ich dachte, das wäre von ihm hier, das Buch. Hm. Können wir es denn wenigstens so lesen? Du durchforstest das Tagebuch mit seiner männlichen Handschrift. Es weist auf die steigende Angst von Sterling hin, dass ihn die Gräfin nur wegen seines Geldes geheiratet hätte und dass sie planen könnte, ihn zu ermorden. Der letzte Eintrag lautet: Yvette fürchtet sie auch. Hm. Na gut. Warte mal, ich weiß halt immer noch nicht, was es mit diesem CP auf sich hat hier. Zwei Briefe in Blut geschrieben liegen auf dem Schreibtisch. Was? Trotz genauer Untersuchung findest du... Nee, hier. CP. Die beiden Buchstaben C und P wurden sehr vorsichtig im Blut. Ja, ja, aber was haben sie zu bedeuten? Das verstehe ich noch nicht. Es gibt ja keine Person, die CP heißt, oder? Die gesammelten Kataloge des Smithsonian Museums. Erstklassige Ausgabe klassischer Literatur. Blicke können trügerisch sein. Verschiedene dicke Wälzer über mittelalterliche Waffen. Gibt's hier auch wieder irgendwie was wir ziehen können? So geheimgangmäßig? Nein. Okay, hm. Na, dann gehen wir hier besser mal raus, bevor uns der Heimlich nochmal erwischt.
Also, wir wissen jetzt, dass wahrscheinlich die Gräfin den alten Carlton umgebracht hat. Aber das ist ganz ehrlich, das ist nicht so überraschend. Und dass selbst Yvette vor ihr Angst hat. Was das wohl zu bedeuten hat. So, ich würde jetzt ganz gern unten nochmal gucken gehen, wo uns einerseits die Myklos rausgeworfen hat und andererseits bei diesen Alkohol eingelegten Sachen. Ich glaube, also ich habe einfach so das Gefühl, da ist irgendwas, weil die Liste ist nicht umsonst da. Nee, darunter. Also, die Gräfin und der falsche Carrington der Dritte sowie Siggi haben zusammen eine Interessengemeinschaft, weil die hier Bilder klauen und Geld machen. Das heißt, die würden sich ja gegenseitig schon mal nicht ans Leder. Das bedeutet, da Carrington der Dritte sowie Siggi bereits tot sind und die Gräfin nichts davon wusste, hat sich eigentlich meine Theorie bestätigt, dass die Gräfin es auf jeden Fall nicht ist. Weil sie hat einfach kein Interesse, also was hätte sie für ein Interesse daran, ihre Einnahme, also ihre Geldeinnahme da kaputt zu machen, das bringt ja nichts. So, würde ich mal sagen, schauen wir erstmal hier hinten rein. Was haben wir hier? Eine volle Flasche von Dr. Moribunds garantiertem Schlangenöl. Ach ja, das war ja das, was die Myklos mitgenommen hatte. Du liest es auf und versorgst es in deiner Tasche. Was die Myklos da aus dem Büro mitgenommen hatte, wo wir da mal waren. Auf dem Tisch liegen verstreut verschiedene Laborinstrumente. Dieser Koffer besitzt eine Etikette, die sie als Teil von Carringtons persönlichem Gepäck ausweist. Nebenbei ist sie auch noch mit dem Kleber der Andrea Doria geschmückt. Ah, jetzt wird's interessant. Das ist der Koffer. Und wenn die blöd sind, dann steckt die Leiche da noch drin von dem echten Carrington. Also der Koffer aus dem Intro. Oh, warte mal. Können wir vielleicht... Obwohl das ein interessanter Versuch ist, hilft er dir nicht weiter. Nee. Quitsch, quitsch, glucks, quitsch. Geht nicht? Schade. Können wir den so nehmen? Daisy wird auf Wieselfüßen wütend kreuz und quer auf dem Boden herumrennen, wenn du sie fangen willst. Okay. Ja, die schnüffelt auch schon so hier, ne? Naja, da ist was. Ein leerer Kanister steht in der Ecke und liefert dir keinen Anhaltspunkt, was er einst enthielt. Das ist eine seltsame Auswahl von Instrumenten, die an der Wand hängen. Einige der geheimnisvoll aussehenden Werkzeuge werden vermutlich zur Taxidermie gebraucht. Keines davon scheint dir nützlich zu sein. Das Wort Flusspferd wurde auf diese Etikette schabloniert. Aber irgendwie findest du es etwas schwierig zu glauben, dass in dieser Kiste ein ganzes Flusspferd steckt. Naja, man weiß ja nicht, wenn es zerlegt wurde. Das Wort Weizschwanzgnu ist auf diese Etikette schabloniert. Du bist nicht neugierig genug, um nachzusehen, wie wohl ein Weißschwanzgnu aussieht. Das Wort Gorilla wurde über die Etikette dieser großen Kiste schabloniert. Jemand hat Gorilla durchgestrichen und Sasquatch darunter gekritzelt. Kuratorhumor. Das ist ein Pflastersack, den man zum Herstellen von Formen braucht. Das Poster zeigt die Grundregeln der Zergliederung und Konservierung. Du überfliegst es schnell im Falle, dass du einmal deinen Beruf wechseln möchtest. An der Wand befindet sich ein alter Schrank, der mit ein paar Spinnweben und einer Staubschicht dekoriert ist. Die Regale bedecken die Wände des Labors. Das ist die Türe zum Kühlfach des Mammologie-Laboratoriums. Ja, dann legen wir mal los. Du hast keine Verwendung für einen Pflastersack. Alles klar, dann mach mal die Kühltruhe auf. Und? Leiche? Oh, Stück Fleisch. Ein Stück Fleisch, das ziemlich stark riecht.
Venen voll von widerlichem Fett führen durch das zerlegte Stück Rind, bilden Abszesse, die eine Fülle von Eiter aussickern lassen. Bäh. Genau wie es Muttern liebt. Du liest es auf und versorgst es in deiner Tasche. Naja, die Tasche muss danach aber auch mal desinfiziert werden. Fass das nicht an, du weißt ja nicht, wo es vorher rumlag. Ja, ja, das stimmt. Ich würde gerne den Koffer hier mal öffnen, mal reingucken. Dieser Koffer ist verschlossen. Warte mal, wir haben doch... Aber nee, oder? Doch! Wie geil! Dieser Koffer besitzt eine Etikette, die sie als Teil... Ja. Au. Ups. Sie lieben nichts mehr als frisches Fleisch. Warum? Warum waren da... Was war da überhaupt drin? Ameisen oder was? Mist. So, da sind wir wieder. Ja, ne? Das war ja jetzt nicht so erfolgreich, leider. Dieser Koffer ist verschlossen. Ja, wer weiß, was da drin war. Ich weiß nicht mal, was das war, was uns da gefressen hat. Irgendwelche komischen Käfer. Du findest viele Kratzer und Beulen und Ritzen, aber nichts Ungewöhnliches für einen Überseekoffer. Ja, eben, Beulen und Ritzen. Also eigentlich müssten die Viecher ja auch so rauskommen. Oder durch das Schloss oder wie auch immer. Warte mal, das... Da würde ich mir jetzt ganz gern die Liste hier von den Behältern nochmal anschauen. So, das war ja hier, oder? Ja, genau. Also, der König, Warzenschweine, Ratten. Kreatur aus der Schwarzen Lagune. Schauen wir mal. So, das ist die 14, ne? Das ist schwach einen menschlichen Umriss, ja. Undeutliche Formen schwimmen in der düsteren Flüssigkeit. Keines der Geschöpfe ist nah genug, damit man sehen kann, was es sich handelt. Kleine Geschöpfe mit langen Schwänzen schwimmen in der düsteren Flüssigkeit. Ja, die kleinen, das sind ja die Ratten. Etwas Seltsames schwimmt in der düsteren Flüssigkeit. Es scheint halb Mensch, halb Fisch zu sein. Ja, das ist ja dieses komische Ding. Aber das hier, undeutliche Formen. Keines der Geschöpfe ist nach... Das ist komisch. Können wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, bitte? Weil eigentlich müsste die Form ja ziemlich klar zu erkennen sein. Kannst du da mal... Vielleicht so? Du bemerkst am oberen Rand der Kesselaußenseite mehrere ausgetrocknete, heruntergeflossene Überreste der Flüssigkeit. Naja, sie klettert tatsächlich darauf. Pass auf, jetzt sterben wir wieder. Oh. Jetzt sterben wir wieder. Was macht die da? Aura? What are you doing? Kann das sein? Ja! Es ist schwer. Es glänzt. Es ist echtes Gold. Es besitzt an einem Ende eine scharfe Spitze. Es ist der Dolch des Amon-Ra! Yay! Juhu!